Vom Gesundheitsaspekt ist das sicher ein Problem, in der Gastronomie offen zu machen. Das ist unumwunden, das ist einfach schwierig. Was wir natürlich fordern, ist, dass zumindest Gartenterrassen mit entsprechendem Abstand, mit entsprechenden Hygieneabstandsregeln und auch Desinfektionsmitteln und so weiter aufmachen könnten. Denn eine Umfrage bei unseren Betrieben von 112 Betrieben im Landkreis Vechta haben mittlerweile über 50 Betriebe geantwortet, dass sie 2 bis 3 Monate ohne Einkommen weiter existieren könnten und dann teilweise nach 4 Monaten für immer Schluss machen müssen. Ob wir das natürlich wollen oder ob wir eine Zwischenlösung finden könnten, um zumindest im Gartenterrassen, wie gesagt, mit entsprechenden Abstandsregeln und so weiter, doch einen gewissen Umsatz wieder regenerieren können, damit da überhaupt noch überlebensfähig ist. Denn wir haben nach 2 bis 3 Monaten wahrscheinlich, wie es auch in der großen Dehoga-Verband in Berlin gesagt wird, rund nur noch 70% der Gastronomen überhaupt noch am Leben. Wir haben ja auch innerhalb der Umfrage gestellt, die N-Bank zum Beispiel in Niedersachsen. Nicht? Von den Betrieben haben maximal 50% ihr Geld erhalten. Die Mieten sind aber alle schon fällig geworden. Ich weiß das ganz konkret aus ganz bestimmten Betrieben, die ich hier natürlich nicht im Detail nennen möchte, aber dass Betriebe bis heute noch kein Geld erhalten haben und nur mit ihrem Pächter, wenn es Pächterbetriebe sind, mit ihrem Pächter sprechen, der noch zurückhaltend sind. Und das haben wir hier auf dem Lande Gott sei Dank noch, dass die Menschen miteinander sprechen. Ich habe in der Großstadt auch Informationen, die sprechen ja nicht mal mehr miteinander und das ist ein großes Problem. Auf der ländlichen Gastronomie sind sehr viel Eigentumsanteilsbetriebe wesentlich größer wie in der Großstadt. Und Eigentümer können erfahrungsgemäß ein bisschen länger aushalten. Die können auch 4 bis 5 Monate ohne aushalten. Ob der Kunde und der Tourismus das gerade vorteilhaft ist, das ist natürlich die zweite Frage. Die Lockerungen zumindest, wo ein Teil des Umsatzes generiert werden kann, sollte möglichst zügig kommen. 1 bis 2 Monate würden Betriebe noch aushalten und dann wäre auch hier auf dem Vechtaer Marktplatz mit Sicherheit einiges Schluss. Habt ihr eine Botschaft für die große Politik? Für die große Politik, die sollte die Gastronomie besser anerkennen. Denn die Ausbildungsraten und die Mitarbeiter im Millionenbereich sollte besser anerkannt werden. Aber das Problem ist, wenn zum Beispiel ein Hannover VW hustet, dann interessiert das sofort die große Politik. Wenn die Gastronomie am Ende ist, dann interessiert das nur noch wenigen.